Hallo und willkommen bei mir am Grill. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, heute mache ich mal was Griechisches. Und zwar soll es einen Gyros-Auflauf mit Metaxa-Soße geben. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das mache und wie es nachher schmeckt, dann bleibt dabei. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, für unser Gyros-Auflauf, was brauchen wir dafür? Da hatten wir jetzt zum Anfang, haben wir hier ein paar Schweineschnitzel. Ihr könnt natürlich auch Schweinenacken oder sowas nehmen. Oder geschnitzeltes oder wie auch immer, das was ihr auch gerne möchtet. Dann brauchen wir ein paar Zwiebeln, zwei Stück, zwei Paprika. Etwas Tomatenmark, ein paar passierte Tomaten, etwas Sahne, ein paar Knoblauchzehen, ob ich sie alle brauche, weiß ich noch nicht. Dann Käse, natürlich, soll ja ein Auflauf werden. Ein wenig Olivenöl brauchen wir und natürlich den Metaxa. Den brauchen wir auch. Dann als Gewürz habe ich mir jetzt erstmal hier das Smoking Zeus von Ankerkraut ausgesucht. Ein wenig Salz und Pfeffer. So. Backen wir das Ganze mal auf die Seite. Nehmen wir uns ein Brettchen. Ah ja, und eine Auflaufform brauchen wir auch. Das ist jetzt eine kleinere. Ich denke mal, es braucht eine größere. Nachher und nachher für auf dem Grill eine Pfanne. So, ich lagere jetzt hier gleich erstmal das Fleisch zwischen. Ich hole mir jetzt mal eben ein Messer und dann schneiden wir das Fleisch in dünne Streifen. Dass wir das gleich schön anbraten können. Ich bereite das mal eben vor. So, wenn wir das Fleisch jetzt vorbereitet haben, dann landet das wieder in der Schüssel. Dann nehmen wir uns unser Smoking Zeus Gewürz. Das wird dann erstmal damit eingepudert. Dann nehmen wir uns einen Schluck Metaxa. Oh, das Zeug riecht aber. Ich habe hier so einen kleinen Messbecher. Das sind jetzt hier so. Hier in so einem Messbecher passen 30 Milliliter rein, zwei von den Messbechern und ja, dann wird das erstmal alles durchgemischt. Nehmen wir uns hier ein Löffelchen. Oder mit dem Finger. Da kann noch ein bisschen was dran. Können wir ruhig ordentlich würzen. Ach, ist da was? Ich nehme die Hände. Nicht besser. So, dass überall ein bisschen was vom Gewürz dran ist. Und jetzt wandert das für 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank. Und kann da erstmal durchmarinieren. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder.
Ja, so in der Zeit, wo unser Fleisch jetzt im Kühlschrank mariniert, können wir uns ja schon mal um die restlichen Zutaten kümmern. Die da wären eben halt die Zwiebel, die Paprika, der Knoblauch und was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, es kommen noch drei Chilischoten rein. Ich habe jetzt hier ein paar milde Chilischoten ausgewählt, weil ja, der Rest meiner Familie mag es nicht so scharf. Also machen wir da jetzt ein bisschen weniger Fofo rein. Ja, die Zwiebeln ganz einfach, die schneiden wir erstmal klein, beziehungsweise befreien wir von der Schale. Na, komm her. Und dann wird die einfach mal halbiert und in Halbringe geschnitten. Dasselbe machen wir mit der Paprika. Die wird auch aufgeschnitten. Das Kerngehäuse entfernt. Dann aufgeschnitten und in Streifen. So, dasselbe machen wir mit den Chilischoten. Die werden einmal hier geköpft. Und dann auch klein geschnitten. Das hier waren jetzt eingelegte Chilischoten. Ihr könnt da natürlich auch frische nehmen. Aber ich habe nur bei uns im Laden nur die scharfen Chilischoten gefunden und nicht die milden, also in frisch. Und ich habe ja schon erwähnt, der Rest meiner Familie mag es nicht so scharf. So, den Knoblauch, den schneiden wir jetzt einfach nur klein. Der wird klein gehackt.
und kommt dann auch hier rein. Somit wären wir mit den Schnibbelarbeiten fertig und ja, wir können jetzt gleich das Fleisch rausholen in ein paar Minuten und ja, dann gehen wir zum Grill und dann wird das Ganze zubereitet, angebraten. Das werde ich in der Pfanne machen, in meiner Stahl-Eisenpfanne und ja, da holen wir euch jetzt dabei. Oder ich hole euch jetzt gleich dabei und dann schauen wir weiter. So, ich heize jetzt gerade den Grill vor. Ich habe den so, der liegt jetzt so bei rund 200 Grad. Was wir jetzt noch mit dem Fleisch machen müssen, das ist, riecht übrigens sehr geil. Wir müssen das jetzt noch einmal mit etwas Gewürz und einem Schluck Olivenöl. Muster jetzt noch drauf. Da nehmen wir einen guten Schluck Olivenöl. Dann kommt noch mal unser Gewürz. Machen wir auch noch mal einen ordentlichen Schlag dran. Und dann wird das noch mal durchgerührt. Dass wir das ganze Fleisch schön mit dem Olivenöl benetzt haben. Und dann gehen wir jetzt gleich an den Grill und heizen unsere Pfanne auf. Und dann werden hier diese Fleischstreifen etappenweise richtig scharf angebraten. Also wir brauchen richtig Temperatur in der Pfanne. Deshalb starte ich da jetzt mal das Seitenkochfeld. Ich habe jetzt hier das Seitenkochfeld gestartet und lege da mal oder stelle da mal meine Pfanne drauf und lasse die jetzt erstmal ordentlich heiß werden. Das kann jetzt ein bisschen dauern, weil Pfanne war draußen, es ist schweinekalt, wirklich schweinekalt und ja, wie gesagt, der Grill ist vorgeheizt, der liegt jetzt so um die 200, 210 Grad, ist ein bisschen heiß, ich drehe den mal ein bisschen runter, ich will so zwischen 180 und 200 Grad sein. So, unsere Pfanne ist heiß. Jetzt kommt hier einmal richtig Olivenöl rein. Und dann unser Fleisch. Und das braten wir jetzt erstmal richtig schön kross an. So, die erste Rutsche wäre fertig. Und jetzt kommt die zweite Rutsche. So, nachdem wir unser Fleisch angebraten haben, kommt jetzt hier noch mal ein Schluck Olivenöl rein. Das lassen wir auf Temperatur kommen. Und dann kommt unser Gemüse, also unsere Zwiebeln, unsere Paprika und so weiter und so fort. Dürft ihr euch jetzt nicht wundern, ich habe mir gedacht, haust du das ganze Zeug noch mal eben durch den Schredder von unserer Kenwood, dass das ein bisschen kleiner wird.
Ich denke, hat funktioniert. So. Das ganze Gedöns wird jetzt auch glasig gebraten, dass es schön weich wird. Dazu nehme ich die Temperatur ein bisschen runter. Das ist ja das Schöne bei Gas. Die Temperatur ist sofort weg, sobald man am Regler dreht. So, unsere Gemüse ist soweit fertig. Das ist schön angeröstet, zusammengefallen. Das geben wir jetzt zu unserem Fleisch. Dann müssen wir mal gucken, was wir da alles rauskriegen. So. Das wird jetzt schon mal hier untergemischt, mit dem Fleisch vermengt. Ich gebe hier noch mal ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Ja, von dem Zeug brauchen wir viel. So. Ich habe übrigens den zweiten Grill auch etwas angeheizt, damit das Ganze warm bleibt. So. Jetzt kommt hier Tomatenmark rein. So 2-3 Esslöffel. Das wird jetzt erstmal schön angeröstet. Dazu kommt noch etwas von unserem Gyros-Gewürz. Das muss jetzt schnell gehen, weil sonst wird das Zeug bitter. Das Ganze gießen wir jetzt an mit den passierten Tomaten. Ich nehme die Temperatur runter. Ja, da geht noch ein bisschen. Jetzt kommt unsere Sahne dazu. Mal schauen, ob ich da noch was von brauche. Kann sein, dass ich da nachher noch ein Päckchen Sahne zupacke. Das wird jetzt schön verrührt, dass wir nachher eine schöne gleichmäßige Farbe haben. Und jetzt kommen dann noch mal Milliliter
mit Taxa dabei. Und das wird jetzt leicht aufgekocht. So, jetzt lassen wir das Ganze, haben wir das Ganze so ein bisschen heiß werden lassen. Jetzt würzen wir das jetzt noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer, weil da sind ja sonst keine Gewürze dran. Kurz ein bisschen probieren. Lecker. Also ein bisschen von dem Metaxa geht noch. Und keine Angst, also es ist so, dass der Alkohol von dem Metaxa natürlich auch verqualmt, verdampft, verdunstet. Mal eben Probierralle machen. Geil. Alter, ist das geil. Lecker. So. Jetzt kommt das Ganze. So. Und dann kommt das Ganze so nochmal für 15, 20 Minuten in den Grill. So, dass der Käse schön überbacken ist. Ja, halt die Klappe. So, dass der Käse schön überbacken ist und beim Probieren sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, unser Essen ist fertig. Der Käse ist richtig schön überbacken und ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ich mache jetzt mal eben ein Tellerbild und dann geht's ans Essen. So, hier ist unser Essen. Also das sieht, ja, es sieht sehr nice aus. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Ich nehme mal jetzt so ein Stück. Ein bisschen Reis. Und ein bisschen was von der Soße. Alter. Das ist geil. Ist das geil? Herrlich. Hammer. Das ist richtig geil. Ich muss runter. Das ist richtig geil. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir werden uns in 2022 wiedersehen. Über die Feiertage mache ich nichts. Kommt kein neues Video, erst im neuen Jahr. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ein netter Kommentar wäre ganz lieb und ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Ciao.